Herzlich willkommen zum neuen Video von DIY Eule und heute zeige ich euch was super einfaches, und zwar wie ihr euch so einen schönen Loop-Schal einfach selber nähen könnt. Dafür braucht ihr überhaupt gar nicht viel und vor allem geht es super schnell. Ich habe mir jetzt hier so einen Wollstoff so leicht elastisch geholt, der auch schön warm ist, und ansonsten braucht ihr eigentlich nur eine Nähmaschine, die am bestenfalls einen Kettelstich hat, und das war's dann auch schon. Ich habe jetzt hier so einen wollähnlichen Stoff, das ist aber überwiegend Baumwolle. Der liegt auf 1,50 und ich habe mir jetzt hier ein 70 cm breites Stück über die komplette Länge abgeschnitten. Zuerst klappt ihr den Schal der Länge nach aufeinander, und zwar, dass die rechten Seiten aufeinander liegen. Das heißt, ihr legt ihn euch der Länge nach hin und klappt einfach eine Seite nach oben. Und dann pinnt ihr euch die komplette Seite fest. Dabei ist es wichtig, dass die Kanten ganz genau aufeinander liegen. Wenn ihr den Schal der Länge nach festgesteckt habt, könnt ihr nun die komplette Länge festnähen. Ich habe hierfür einen Kettelstich benutzt. Nach dem Nähen ist ein langer Schlauch entstanden. Was du als nächstes machst, ist, dass du einfach einmal durch den Schlauch durchgreifst und das andere Ende greifst und bis nach vorne ziehst, bis es auch wieder vorne auf die Kante trifft. Dann legst du die Kanten gerade aufeinander und achtest dabei darauf, dass sich die Naht trifft. Dann steckst du wieder alles gut fest und nähst einmal wieder drumherum mit dem Kettelstich alles ab. Lasse hierbei aber eine kleine Wendeöffnung, durch die du den Schal nachher drehen kannst. Als nächstes greifst du durch deine Wendeöffnung und ziehst den kompletten Schal durch. Jetzt hast du den Schal auf der richtigen Seite und deine Schlauchschalform ist entstanden. Als nächstes musst du jetzt nur noch von außen die kleine Wendeöffnung mit einer Naht schließen. Und so oder so ähnlich sieht dann euer Schal aus, wenn ihr fertig seid. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und das ist natürlich eine super Idee für ein Geburtstags- oder auch ein Weihnachtsgeschenk. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, bei mir auf Facebook mal vorbeischaut oder in meinem Wandershop. Bis bald, tschüss!